Ja, das hören wir oft, dass Leute sagen, Microsoft ist doch gar kein Sicherheitsanbieter. Und der Grund dafür ist natürlich, dass die meisten Menschen Microsoft seitdem sie wahrscheinlich geboren sind, schon kennen und meistens durch Dienste wie Office oder wie Hotmail.com oder wie Xbox. Auf der anderen Seite haben wir die Verantwortung, weil wir eben so viele Nutzer weltweit haben, dass wir zum einen natürlich sicherstellen müssen, dass diese Dienste alle funktionieren. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich sicherstellen, dass die Daten, die dort ausgetauscht werden, egal ob im Endconsumer-Bereich oder im Enterprise- oder Unternehmensumfeld, entsprechend auch abgesichert sind. Microsoft investiert jährlich 1 Milliarde Dollar in das Thema Forschung und Entwicklung von Sicherheitslösungen. Wir beschäftigen mehr als 3.500 Mitarbeiter in zwei verschiedenen Abteilungen. Zum einen ist es unser Cyber Security Operations Center. Das heißt, dort haben wir Mitarbeiter, die unsere eigenen Services testen, unsere eigenen Services sicherer machen. Und wir haben unsere Digital Crimes Unit, die mit Branchenverbänden beispielsweise zusammenarbeitet, aber auch mit Institutionen, wie beispielsweise den Staaten in den einzelnen oder ja, den Regierungen in den einzelnen Ländern, um halt eben auch Cyberkriminellen das Handwerk zu legen. Das heißt, der Invest, den Microsoft jährlich tätigt in das Thema Security, ist enorm hoch und Microsoft bzw. Security spielt bei Microsoft eine übergeordnete Rolle, weil das Thema Security lässt sich ja nicht von dem Betrieb und von der Erbringung von Diensten wie Office 365, Xbox, Azure und so weiter entsprechend abkapseln.